Die Caspar-David-Friedrich-Schau in der Hamburger Kunsthalle war ein voller Publikumserfolg. Insgesamt kamen mehr als 300.000 Besucher in die Ausstellung, die Mitte Dezember begann und heute endete. Die Tickets waren schon vorzeitig ausverkauft. Schlange stehen im Hamburger Schiedwetter für den Meister der Romantik. Auch am letzten Tag der Caspar-David-Friedrich-Ausstellung strömen heute mehr als 1.000 Besucher in die Kunsthalle. Die Tickets bis zum Schluss heiß begehrt. Wir sind aus Stuttgart und wir sind extra wegen der Ausstellung hochgefahren jetzt nach Hamburg und haben die dann im Mitte März noch bekommen, der letzte Timeslot für heute Morgen. Sie sind großartig romantisch, mysteriös, die Bilder, geheimnisvoll, sehr besonders. Er ist ziemlich unverwechselbar. Das sind tolle Bilder, ich finde, das ist ein toller Maler, ich finde, das ist auch ein toller Stil. Und ja, ich freue mich schon sehr. Am Anfang gab es Kritik. Die Räume zu klein, die Bilder hängen zu dicht, zu viele Besucher gleichzeitig. Das Museum reagiert, öffnet daraufhin bis in die Abendstunden und reduziert die Ticketanzahl, um einen ungestörten Blick etwa auf die Kreidefelsen zu ermöglichen. Insgesamt kommen mehr als 325.000 Menschen und machen die Ausstellung zur erfolgreichsten in der Geschichte des Hauses. Den Gegenwartsreiz dieses Künstlers auszuloten, ist ja genau das Ziel dieser Ausstellung gewesen, zu zeigen, dass Caspar David Friedrich eigentlich eine Art Konzeptmaler ist, der ja eher malt, was er in sich sieht, als das, was er vor sich sieht. Und das ist ein sehr zeitloses Konzept und das ist eben attraktiv für uns heute. Anlässlich des 250. Geburtstages des Romantikers folgen über das Jubiläumsjahr verteilt weitere Caspar David Friedrich Ausstellungen in Greifswald, Berlin und Dresden.